Herzlich willkommen zu diesem Vortrag aus der Reihe Grundkurs des Glaubens. Es ist der letzte Vortrag, zumindest wenn es die Reihe der Kapitel durchgeht. 24 Kapitel gibt es und dieser letzte Vortrag, dem 24. Kapitel, beschäftigt sich auch mit den letzten Dingen. Wir haben schon in den Vorträgen davor auch über die letzten Dinge, das Ende der Welt gesprochen, aber eben aus der persönlichen, individuellen Sicht. Also was erwartet mich nach meinem persönlichen Tod? Wie sieht das Leben nach dem Tod aus? Es gibt aber durchaus auch Glaubensaussagen, die sich mit dem Ende der Welt beschäftigen, ganz unabhängig von meiner persönlichen Existenz. Wie geht's damit weiter? Ein Blick auf meine individuelle Zukunft oder die individuelle Zukunft eines jeden Menschen kann durchaus auch zu Veränderungen der Lebensgewohnheiten oder der persönlichen Wertungen bis hin zur Bekehrung führen. Und genauso hat ein Blick auf die globale Zukunft des Menschen auch Konsequenzen für politisches und gesellschaftliches und auch wirtschaftliches Handeln. Auch wenn die Theologie nicht eins zu eins in Politik umsetzbar ist. Aber ein Blick auf die letzten Dinge der Welt ist ein gutes Korrektiv für die Versuchung des Menschen, das Heil in Ideologien zu suchen. Die Naturwissenschaften gehen selbstverständlich von einer Fortwirkung aller Naturprozesse aus. Demnach ist sowohl das Alter des Universums endlich, je nach Theorie und Datenbestand, wird von einer restlichen Lebensdauer des Weltalls von bis zu 80 Milliarden Jahren ausgegangen. Ein Leben auf der Erde wird aber aufgrund der endlichen Brenndauer der Sonne vermutlich schon in 4 Milliarden Jahren unmöglich werden. Ausgehend von den Ressourcen der Erde und dem heutigen Stand des Rohstoffverbrauchs und so weiter, der Bevölkerungsentwicklung und der Nahrungsproduktion sind noch deutlich kleinere Zeiträume für die Existenz der Menschheit auf dieser Erde anzunehmen. Aber da bewegen wir uns auch im Bereich der Spekulation, der wissenschaftlichen Spekulation. Neben der Weltlebenserwartung sehen die Menschen heutzutage nur die persönliche Lebensdauer als Begrenzung. Eine religiöse, das heißt durch die göttliche Intervention begrenzte Existenz. Die ist mittlerweile mehr oder weniger aus dem Bewusstsein selbst religiöser Menschen verschwunden. Und dennoch hält der katholische Glaube daran fest, dass es neben dem persönlichen Tod und dem Ende der Naturprozesse ein weiteres Datum geben wird, nämlich die Rückkehr Christi, auch Parousie genannt, oder der jüngste Tag, manchmal auch der Tag des Gerichts, Tag der Auferstehung, oder dem Englischen entnommen als Judgment Day. Neben der katholischen Kirche ist dieser Tag vor allem für zahlreiche evangelikale Gruppierungen, vor allem in Amerika, oder für die Zeugen Jehovas von größerer Bedeutung. Seit der Zeit der ersten Christen ist die Erwartung der Wiederkunft des Herrn Jesu Christi aber permanent bezeugt. Und je nach konfessioneller Ausrichtung oder theologischer Vorentscheidung wird das Ende der Welt dann aber auch sehr unterschiedlich gesehen. Bevor wir uns jetzt aber mit der katholischen Sichtweise der letzten Dinge zuwenden, die zugegebenermaßen kaum bekannt ist, ist es hilfreich, einen Blick auf die zwei Alternativen zu werfen. Zum einen auf die radikale Sicht, wir nennen sie mal Apokalypse, auch wenn das Wort in unterschiedlichen Bedeutungen genommen wird, und zum anderen auf die materialistische Variante der, sagen wir mal, immanentistischen Futurologie, also einer Zukunftsperspektive, die nur sich auf den Blick innerhalb dieser Welt beschränkt. Und wenn wir die beiden einmal angeschaut haben, dann fällt die Positionierung der katholischen Sichtweise etwas leichter. Gehen wir also erstmal von dem ersten Extrem aus, der Apokalypse. Wie gesagt, Apokalypse heißt eigentlich Wegnehmen einer Decke, also auch sowas viel, so viel wie Offenbarung. Aber in diesem Sinne ist es eben im Sinne eines dramatischen Endes der Welt gemeint. Die frühen Reformatoren und die evangelischen Theologen unterschieden sich im Glauben an die letzten Dinge noch nicht allzu sehr von der katholischen Theologie. Die logische Konsequenz aus
dem durch die Reformation veränderten Menschen der Lösungsverständnis, schlug sich ziemlich spät erst nieder, zunächst in der Ganztodtheorie, die sich dafür aber dann rasant in den evangelischen Gemeinden und Gemeinschaften verbreitet, aber bis heute jedoch nicht offiziell evangelische Glaubenswahrheit wiedergibt. Der Gedanke, der sich durch die Ausformung der Ganztodtheorie als roter Faden zieht, der findet sich auch in der Lehre über die Zukunft der Welt als Ganzes wieder, nämlich der rote Faden ist, ausgehend von einem überwiegend negativen Menschen- und Weltbild, steht vor der verheißenen himmlischen Ankunft der Abbruch der irdischen Wirklichkeit. Für den Einzelnen heißt das, wir hatten das in der Betrachtung des individuellen Endes des Lebens und des Lebens nach dem Tod, dass erst mit dem Ganztod der Abbruch der irdischen Wirklichkeit geschieht, also der Mensch ist ganz weg, ohne Leib und ohne Seele, um ihn dann in der Auferstehung im Sinne einer Neuschöpfung in einer gottgewollten Qualität dem Himmel zuzuführen. Für die Welt im Ganzen, was wir jetzt hier heute betrachten, bedeutet dies, erst erfolgt in der Apokalypse der Abbruch der gesamten irdischen Wirklichkeit, also Totalvernichtung, um dann mit einem neuen Himmel und einer neuen Erde die himmlische Herrlichkeit zu ermöglichen. Die Gefahr der Erwartung dieser Form der Apokalypse liegt in der Verschiebung der Verantwortung. Wenn Gott der alleinige Handelnde ist, der kommen wird und alles neu macht, aber alles, auch die irdische Existenz der Menschen gewissermaßen aufhebt, dann besteht die Aufgabe des Menschen vor allem in der passiven Erwartung dieser Wiederkunft. Nicht der Mensch verwandelt die Welt, sondern Gott allein. Die von Gott dem Menschen zugedachte Rolle besteht neben der glaubenden Erwartung auch in der Zustimmung zum Plan Gottes, aber eben nicht in einer aktiven Teilhabe an diesem Plan. Manche evangelikale Gruppierungen sehen ihre Aufgabe angesichts der bevorstehenden Wiederkunft Christi in der Warnung der Menschen, angesichts des bevorstehenden Leids, nicht den Glauben zu verlieren. Andere Gruppen fühlen sich aufgerufen, um die Wiederkunft Christi zu bitten und dafür zu beten, dass endlich hier alles ein Ende hat und seine Wirklichkeit kommt. Und nicht nur die Zeugen Jehovas beziehen eine besondere Motivation für den Einsatz im Sinne der Bibel aus der Verheißung, vor den Drangsalen der letzten Tage bewahrt zu werden, wenn man zu den Erwählten gehört. Das findet sich also in zahlreichen Romanen oder auch Verfilmungen, Serien oder Kinofilmen aus Amerika wieder. Die bekannteste vermutlich die Romanfolge Finale, die letzten Tage der Erde, oder der englische Originaltitel auch dann des Spielfilmes ist Left Behind, die zurückgelassen werden, also die nicht vor der Drangsal weggenommen werden oder die dann also durch die Drangsal noch durch müssen. Ähnlich gibt es dann eben auch diese TV-Serie The Leftovers nach einem Roman von Tom Perrotta. Okay, also die theologisch aufgewertete Passivität des Menschen angesichts eines allein handelnden Gottes resultiert konsequent aus dem reformatorischen Sola Gratia-Prinzip. Das heißt, allein Gott ist der Handelnde, allein die Gnade zählt. Der Mensch selber kann an seinem Heil nicht mitwirken und es kann schon gar nicht überhaupt bewirkt werden. Diese Sichtweise wird durch den Gedanken und das Konzept der Apokalypse noch verstärkt. Also die Haltung des Sich-Fügens. Denn offensichtlich hat diese Welt nicht genug Wert, um von Gott bewahrt und beschützt zu werden. Ähnlich wie bei der Ganztodtheorie ist unklar, was genau sich vom Menschen in der Neuschöpfung wiederfinden wird. Ebenso liegt es allein bei Gott, wer genau an der neuen Wirklichkeit Anteil erhalten wird. Oder wenn wir diesen Leftover, diesen Gedanken der Zurückgelassenen, die noch durchhalten müssen durch die Zeit der Drangsal, wer das genau sein wird, entscheiden sie nicht selbst, sondern es entscheidet Gott aufgrund ihres Verhaltens. Aber das wird eine große Überraschung werden. Nicht der Mensch weigert sich oder öffnet sich Gott, sondern Gott verweigert sich dieser sündigen
und verdorbenen Welt. Das ist die eine Sicht, die nicht katholisch ist, die ich Apokalypse nenne. Die andere Sicht, kurz gefasst, nenne ich Futurologie. Eigentlich ist es die immanentistische Futurologie, die aber schon mehr zur Ideologie wird. Also die Futurologie beschäftigt sich einfach nur mit der Zukunft. Meistens macht sie irgendwelche Prognosen. Aber wenn sie zur Ideologie wird, dann sagt sie, wir beschreiben jetzt letztendlich und verbindlich, was passieren wird. Und darüber hinaus gibt es nichts anderes. Diese Futurologie, die scheinbar areligiös den Anspruch erhebt, auf rein wissenschaftlicher Basis die Zukunft zu beschreiben, erhebt auch den Anspruch, nur so können wir die Zukunft auch gestalten. Dabei wird aus durchaus absehbaren, kurzfristigen Prognosen langfristige Tendenzen festgemacht und dann auf die entferntere Zukunft übertragen. Dabei nimmt natürlich die Zuverlässigkeit durchaus rapide ab. Die bekanntesten Prognosen sind dann pessimistischer Art und beziehen sich zumeist auf die zunehmende Zerstörung der Umwelt, den Verbrauch der Rohstoffvorräte und Ressourcen bis hin zur Selbstzerstörung des Menschen oder gar des gesamten Lebens auf dieser Erde. Größeres Aufsehen hat zum Beispiel der Club of Rome mit seinem 1972 veröffentlichten Bericht »Die Grenzen des Wachstums« hervorgerufen. Zurzeit ist es vor allem die Entwicklung des Weltklimas als bestimmendes Thema immer wieder in der Politik und der Öffentlichkeit. Dagegen stehen Beschreibungen einer strahlenden und durchweg positiven Zukunft, die auf der Annahme beruhen, dass die technische Entwicklung des Menschen letztlich in der Lage wird, alle Probleme der Menschheit zu lösen. Sowohl die Umweltproblematiken als auch die Selbstgefährdung des Menschen durch Krieg, Konflikt und Gewalt. Und schließlich die Abschaffung aller Religionen und dann wird es eine Friedenszeit schon hier auf Erden geben. Auch diese positiven Prognosen erfreuen sich durchaus auch einer gewissen Aufmerksamkeit, aber an die Aufmerksamkeit der pessimistischen Zukunftsbilder reichen diese Utopien nicht heran. Und wenn ich meine Schüler frage, seid ihr eher optimistisch oder pessimistisch, wenn es um die Zukunft geht, dann sind die allermeisten immer erst einmal pessimistisch. Zurückhaltender und damit letztlich auch deutlich weniger interessant und selten beachtet, sind dann Tendenzen einer eher neutralen Zukunftsbeschreibung, die letztlich einfach nur bestimmte Tendenzen fortschreiben, also meist soziologischer oder politischer Entwicklung, deren Schaden oder Nutzen letztlich offen bleibt. Aber selbst diese vorsichtigen Vorhersagen werden meistens schnell durch die reale Entwicklung widerlegt. Aber genauso wie bei der Apokalypse gibt es hier ein Problem. Und zwar nicht nur das wissenschaftliche Problem, dass man eben nicht genau weiß, was passieren wird, sondern dass diese Vorhersagen alle an der prinzipiellen Nichtvorhersagbarkeit des menschlichen Verhaltens scheitern. Also technische Entwicklungen oder Naturkatastrophen kann man eventuell noch vorhersagen, aber wie Menschen sich verhalten werden, ist prinzipiell nicht vorhersagbar. Das verwundert vielleicht den Naturwissenschaftler, der ja nur messbare und schließlich fassbare Kräfte am Werk sehen will. Aber für uns Christen ist ein System, in dem der Mensch in Freiheit und Verantwortung wirkt, niemals vorherbestimmt und damit auch nicht vorhersehbar. Besonders in den Ereignissen der Geschichte der Menschheit sind es ja immer wieder einzelne Personen, die einer geschichtlichen Tendenz zur Verwirklichung verhelfen. Und ihr dann gleichzeitig eine Richtung geben, die ihrer persönlichen Freiheit und Verantwortung entspringt. So mag zum Beispiel zum Ende des Römischen Reiches dessen Fortbestand schon lange nicht mehr haltbar gewesen sein. Ob es sich aber wandelt, erneuert oder durch ein neues Reich ersetzen würde, das war offen. Und das entschied sich eben durch die damaligen einzelnen Herrscher, die entweder so oder so entschieden haben. Genau das Gleiche gilt vielleicht auch für die Reformation. Viele Historiker sagen, die hat in der Luft gelegen. Die war eigentlich greifbar als Tendenz in der Geschichte, aber wie nur Martin Luther sich verhalten hat oder wie sich ein anderer Reformator verhalten oder der Papst darauf reagieren würde, das war alles offen. Gut. Geschichte ist eben immer auch eine Geschichte der Ideen. Noch mehr aber ist sie eben Geschichte von Menschen gestaltet.
Und das wird sie auch in Zukunft bleiben. Und das Verhalten von Menschen, zum Beispiel bei einer Massenpanik, das mag durchaus vorhersehbar. Aber wenn Menschen denken, entscheiden und verantwortlich handeln, dann bleibt die Zukunft offen und unvorhersehbar. Das ist etwas, was der Christ gegen die Futurologie schon mal einwenden muss. Und wenn wir dann in der Futurologie sagen, wir schaffen uns das Paradies in dieser Welt, dann scheitert das eben daran, dass man sagt, dafür brauchen wir aber auch paradiesische Menschen. Das andere Problem ist, dass die Zukunft aus Sicht der Christen ja auch immer offen bleiben muss für Gottes Handeln. Also nicht nur der Mensch ist frei und entscheidet, wie er sich jetzt angesichts einer Tendenz verhalten wird. Auch Gott ist frei und entscheidet und handelt. Das ist natürlich für einen Atheisten reine Fiktion. Aber dass die Zukunft aufgrund der Freiheit der handelnden Menschen offen und unvorhersagbar ist, das kann auch ein Atheist nicht leugnen. Für uns Christen ist damit auch die Möglichkeit für ein weiteres Wirken Gottes offenkundig. Aber es gibt noch einen noch grundsätzlicheren Punkt, weshalb wir als Christen sehr skeptisch gegenüber allen Tendenzen sein sollten, die versuchen, innerhalb der Geschichte sich ein Paradies zu erschaffen. Nach Marx, Karl Marx, führte ein von jeder Religion befreites Volk zur größeren Aktivität und zum mutigeren Einsatz für eine bessere Welt. In der zweiten Strophe der Internationalen, also diesem Lied, heißt es dementsprechend, es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Also aus der scheinbaren Freiheit, jetzt die Erlösung selbst zu können, wird bald der Fluch, etwas selbst tun zu müssen. Aus christlicher Sicht ist eine Selbsterlösung unmöglich. Und somit das Erreichen eines paradiesischen Zustandes auf der Erde ohne Gottes Hilfe unmöglich. Und etwas Unmögliches verwirklichen zu wollen, ist immer eine Überforderung des Menschen. Und würde dann auch dem Wesen dieser Welt nicht mehr entsprechen. Aber nicht nur die Unmöglichkeit der Erlangung des Ziels ist eine Überforderung. Auch die Schuld eines jeden Scheiterns wird dann zur unerträglichen Last. Gerade unter der Annahme, dass es der Mensch allein schaffen könnte, ein Utopia zu errichten, lässt jedes Scheitern und jeden Umweg zu einer Schuldfrage werden. Und noch eine letzte moralische Überforderung ergibt sich aus diesem »Wir müssen es selber tun«. Für die Erreichung des paradiesischen Endzustandes in dieser Welt, der in greifbarer Nähe scheint, dürfen und irgendwann müssen dann auch kleinere Ungerechtigkeiten, zum Beispiel eine Lüge oder ein nicht verfolgtes Unrecht, das ist jetzt unser Heilsbringer, der darf das, oder ein Eingriff in die Pressefreiheit in Kauf genommen werden. Und bei diesen kleinen Ungerechtigkeiten bleibt es dann irgendwann nicht mehr, sondern dann müssen wir auch große und größte Kapitalverbrechen hinnehmen, um des größeren Gutes willen. Muss dann ja letztlich jedes Opfer möglich sein. Es geht um das Heil der Welt, um deinen paradiesischen Zustand. Was zählen dann schon 1, 2, 5 oder 50 Menschenleben? Das ist die eigentliche Gefahr. Ob dies vor Gott und vor einem eigenen Gewissen erlaubt sei, das ist dann nämlich für einen Atheisten irrelevant. Wo kein Kläger, da auch kein Richter, wenn wir am Schluss das Paradies haben, dann fragt uns keiner mehr danach. Und das ist die eigentliche Gefahr dieser Futurologie, der Ideologie, die glaubt, in dieser Welt mit weltlichen Mitteln sich selbst das Paradies schaffen zu können. Zwischen diesen beiden Polen, also der reinen Aktivität Gottes, der Apokalypse, wir tun nichts, Gott tut alles, oder der reinen Aktivität des Menschen, Gott tut nichts, den gibt's eventuell auch gar nicht, und der Mensch muss alles tun. Dazwischen steht nun die katholische Jenseitserwartung. Nicht nur Gott allein, aber eben auch nicht allein der Mensch. Wer den Glaubenskurs verfolgt hat, der wird feststellen, diese Frage kommt uns bekannt vor. Denn zwischen diesen Polen steht auch schon die Annahme der Erlösung durch die Verwirklichung des Reichs Gottes. Damals war die Frage, kann der Mensch überhaupt etwas mittun am Wirken der Erlösung? Und die einen sagen, er kann gar nichts tun, und die anderen sagen, es hängt allein von ihm ab,
womit wir auch wieder bei der Frage, wie sieht es mit dem Ende der Welt aus, wer tut da eigentlich was und wer schafft das Paradies, auch wieder in der konfessionellen Auseinandersetzung sind, also in der Frage zwischen katholisch, evangelisch und auch letztlich auf der anderen Seite die Position der Atheisten, die da natürlich sagen, wir müssen alles selbst machen. Deshalb wird die katholische Position in der Eschatologie, also darum geht es jetzt in diesem Vortrag, die letzten Dinge der Welt, auch mit der Reich-Gottes-Botschaft umschrieben. Das ist eben genau die Botschaft, die Wert darauf legt, dass das Reich Gottes kommt, aber nicht gegen oder ohne die Menschen, sondern mit den Menschen. Ergreift dieses Reich Gottes. Macht es euch zu eigen. Es ist nahe, aber letztlich müsst ihr jetzt umkehren und es ergreifen. Wiederum ist also das katholische Denken von einem sowohl als auch gekennzeichnet. Nicht nur in der Erlösungslehre, sondern auch hier in der Eschatologie. Im Unterschied zur Apokalyptik, also der Zerstörung der ganzen Welt und der Neuschaffung, erwarten die Christen eben nicht unbedingt ein schreckliches Ende als zukünftiges Ereignis, sondern wir wissen, dass wir uns bereits seit Verkündigung des Reich Gottes durch Jesus in der Endzeit befinden. Seit 2000 Jahren befinden wir uns also in einer endzeitlichen Welt, in der die angekündigten Erdbeben, Kriege, Zeichen am Himmel und die Verfolgung der Getreuen stattfindet. Das ist nichts, was jetzt noch kommen wird, sondern wir sind mittendrin. Die Apokalypse sagt, das kommt alles noch und es wird ganz besonders schlimm. Wir vertrauen auf das Wort Jesu. Amen. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles eintrifft. Wir sind mittendrin. Wir sind also nicht nur Zeugen eines langsam anbrechenden Gottesreiches, also der Reich-Gottes-Botschaft, sondern auch der Widerstände, die die Welt, die Kräfte der Welt dagegen leistet. Aber beides sind letztlich nur die zwei Seiten der einen Medaille. Jesus vergleicht den Anbruch der neuen Wirklichkeit und die Schmerzen der vergehenden Welt mit den Geburtswehen einer gebärenden Frau. Er sagt, Matthäus zum Beispiel im 24. Kapitel, doch das ist alles erst der Anfang der Wehen. Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere und an vielen Orten wird es Erdbeben, Hungersnöte geben. Doch das ist erst der Anfang der Wehen. Bei Markus. Hier liegt also auch dann die erlösende Wirkung des eschatologischen Vorbehaltes. Also der Mensch kann seine Erlösung nicht selbst schaffen. Ebenso wenig wie die Erlösung der Welt oder ein Paradies auf Erden. Und das ist nicht irgendwie eine Aussage, wo man sagt, das könnt ihr nicht, sondern das ist eine erlösende Botschaft. Wir können es nicht und wir brauchen es nicht alleine zu schaffen. Aber das heißt eben nicht, dass wir bloß zum passiven Abwarten verurteilt sind. Vielmehr bedarf es unserer Heiligung, der Heiligung der Menschen, damit das bereits angebrochene Reich Gottes Wirklichkeit wird in jedem Menschen, der umkehrt und dieses Reich Gottes in sich verwirklicht. Heiligung meint dabei sowohl die persönliche Heiligung, die Verwirklichung des neuen Menschen durch ein gnadenhaftes Leben, als auch die Heiligung der Welt, die Verwirklichung des Reich Gottes durch Verkündigung und gelebter Nächstenliebe in der Welt. Gott allein ist also der Urgrund des Heils, aber nur mit und durch den Menschen verwirklicht sich das Heil zunehmend, bis Gott schließlich alles zur Vollendung führen wird. Manchmal wird in der Kirche vor allzu viel Frömmigkeit gewarnt. Die Suche nach dem Heil im Privaten sei so etwas wie der christliche Biedermeier. Also kleiner Exkurs, Biedermeierzeit. Das ist die bürgerliche Bewegung, die nach der Enttäuschung großer Friedenserwartungen im Anschluss an den Wiener Kongress 1815 ihr Glück eben nicht mehr in der großen Politik, sondern im kleinen eigenen Haushalt suchte. So zum Beispiel in der Hausmusik oder der Wohnungseinrichtung oder auch in der Kleidermode. Und manchmal wird vorgeworfen, wir wären in einer sozusagen kirchlichen Biedermeierzeit. Die Kirche tut nichts mehr in der Politik. Jeder versucht nur noch, sein eigenes Leben irgendwie religiös zu gestalten. Sozusagen in einem religiösen Wohnzimmer zu leben. Und wenn dann jemand sagt, hier, rette deine Seele, dann gilt das als Inbegriff eines katholischen sozusagen Heilsegoismus, der sein eigenes Heil über das Engagement für diese Welt und für das Heil der Welt stellt.
Und um dies und eine Abkehr ins Private zu vermeiden, verordnen viele kirchliche Gruppen der Kirche ganz viele politische Programme und Aufgabenstellungen. So waren beispielsweise die Kreuzwegandachten aus den 80er und 90er Jahren, also ich habe es damals selbst als Jugendlicher erlebt, ausschließlich politisch geprägt. Also man betrachtete eigentlich das Leiden Jesu deswegen, weil es uns motivieren sollte, jetzt etwas gegen Leiden der Menschen in dieser Welt zu tun. Alles andere galt in gewissen Kreisen als Verrat an der sozialen Sprengkraft des Evangeliums. Auch das Aufkommen der Theologie der Befreiung in den gleichen Jahren gehörte in ihrer radikalen Ausformung genau dazu. Dabei übersahen und übersehen immer noch die Vertreter teilweise bis heute noch existierenden politischen Gruppen, dass persönliche Frömmigkeit und politischer Einfluss keine Gegensätze sind. Beide sind vielmehr, wiederum, zwei Seiten der einen Medaille. Wir sind wieder beim katholischen Ad. Der Versuch, sich selbst zu heiligen, geht nur durch den Einsatz für andere. Glücklich wird, wer glücklich macht. Das bedeutet auch, selig wird, wer selig macht. Rette deine Seele heißt also nicht, vergiss alles andere und kümmere dich nur um dich selbst, sondern ich kann meine Seele nur retten, indem ich sage, okay, ich setze mich jetzt ein fürs Evangelium, für die Botschaft Gottes, für das Reich Gottes. Und das bedeutet immer auch praktizierte Nächstenliebe. Umgekehrt kann kein Mensch, der Gott nicht im Herzen trägt und sich nicht durch die Gnade Gottes geführt sieht, wirklich Gutes und auf Dauer Heilbringendes erreichen. Letztlich wird er der bereits erwähnten futurologischen Überforderung zum Opfer fallen. Außerdem übersieht oder verzerrt eine Gegenüberstellung von aktiver Nächstenliebe auf der einen Seite und persönlicher Frömmigkeit auf der anderen Seite die großen Heiligen, die unsere Geschichte prägen. Zum Beispiel Franz von Assisi, Teresa von Avila, Damian de Wöster und Mutter Teresa und viele anderen. Sie alle wären erstaunt gewesen, wenn man ihnen heute eine allzu große Frömmigkeit vorwerfen würde. Und wir dürfen nicht vergessen, selbst die Menschen, die sich scheinbar ganz aus der Nächstenliebe verabschieden und sich in ein Kloster zurückziehen und nur noch beten, auch diese Menschen arbeiten an der Heiligung der Welt. Sie haben oft einen viel größeren Radius ihres Wirkens in der Nächstenliebe als ein noch so großer politischer Aktivist. Die katholische, also diesseitige Zukunftserwartung bewegt sich zwischen zwei Extremen. Der Mensch ist weder auf sich alleine gestellt, in der Futurologie wird das behauptet, noch wartet der Mensch passiv auf das von Gott herbeigeführte Ende der Welt, in der Apokalypse denkt man so, sondern die Zukunft der Welt wird eigentlich zutreffend mit dem Begriff Reich Gottes Botschaft beschrieben. Die Erlösung, von Gott bewirkt, wird vom Menschen wiederum mit Gottes Hilfe zunehmend verwirklicht. Die Wiederkunft Christi. Gott ist der Anfang und das Ende. Christus, das A und O der Geschichte, Alpha und Omega. Also die Erlösung geht von Jesus Christus aus, bedarf dann unserer Annahme, um verwirklicht zu werden, aber am Ende unserer persönlichen Geschichte muss Gott das in uns vollenden, was er in uns begonnen hat und was wir durch unsere Mitwirkung nicht zur Vollform kommen haben lassen. Und das Gleiche gilt auch für die Geschichte der Welt. Gott wirkt, er hat sie erschaffen, er hat sie erlöst, er hat das Reich Gottes begründet. Jetzt ist die Zeit unserer Mitwirkung, aber am Ende ist es nicht so, dass dann durch das Wirken der Kirche das Paradies auch zur vollen Entfaltung gekommen ist, sondern am Ende der Zeiten bedarf es wiederum erneut eines Wirken Gottes. Und dieses Wirken am Ende der Zeit, das nennen wir die Wiederkunft Christi. Vor allem eben die leibhafte Wiederkehr ist bei den Katholiken kaum noch im Kopf. Deswegen habe ich am Anfang davon gesprochen, dass das Ende der Welt auch für uns oft ein ganz verschlossenes Kapitel ist, über das wir eben, weil wir es nicht wirklich glauben, wenig nachdenken, diskutieren und auch wenig hören in den Predigten und Katechesen. Wiederkehr ist schon ein schwieriger Begriff und dann aber vor allem auch die leibhafte Wiederkehr. Aber die Kirche hält an dieser leibhaften, leiblichen Wiederkunft Christi fest, weil sie biblisch und auch dogmatisch fester Bestandteil unseres Glaubens ist.
könnte jetzt einige Bibelstellen zitieren und auch einige Zitate aus den Dogmen, aber das überlasse ich dann meinen Leser, das nachzuschlagen in dem Buch. Ich möchte einfach zusammenfassen, die Kirche hat keinerlei Zweifel, dass es sich um eine leibhafte Wiederkehr handeln wird. Und zwar deswegen, weil sie auch in den anderen Mysterien an der leibhaften, einer wirklichen, tatsächlichen, leiblichen Gegenwart Jesu festhält. Zum Beispiel das erste Erscheinen Gottes in Jesus, die Menschwerdung und Geburt in Bethlehem. Die war kein rein geistiges oder symbolisches Ereignis. Und auch die Gegenwart Christi in der Eucharistie ist nicht nur ein Symbol oder ein Gleichnis, also wir denken beim Brotbrechen an Gott, sondern leibhafte Realität. Und die Eucharistie wird von der Kirche immer schon verstanden und auch gefeiert als Rückkehr des Herrn und das Kommen seines Reiches in der Vorwegnahme. Also, im Kommen Christi, das Kommen Christi in der Eucharistie ist noch verhüllt, so wie das Reich Gottes auch noch verhüllt ist, aber real jedes Mal, wenn wir die Eucharistie feiern. Und die Kirche hält auch an der leibhaften Auferstehung Christi fest. Und der körperlichen Realität des Auferstehungsleibes, er ist anfassbar und berührbar. Darüber haben wir im Kapitel unter der Auferstehung Jesu schon gesprochen. Die Annahme Jesu würde also nur in einem übertragenen, symbolischen oder rein geistigen Sinne von seiner Wiederkunft sprechen, ist für die Kirche völlig abwegig. Auch wenn der Glaube an die Rückkehr Jesu Christi am Ende der Tage in unserer westlichen Welt wohl keine Mehrheit mehr bei einer Umfrage unter den Katholiken finden wird. Es gehört zum Bestandteil des Glaubens der katholischen Kirche. Die Parousie, den Begriff hatte ich ganz am Anfang schon einmal benutzt, das ist der theologische Begriff für die Wiederkunft Christi, die fällt mit der Auferstehung der Toten und dem allgemeinen Gericht zusammen. So heißt es im 1. Thessalonicher Brief. Und das sagen wir euch nach einem Wort des Herrn. Wir, die Lebenden, die übrig gelassen sind für die Ankunft des Herrn, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird beim Befehl, beim Ruf des Erzengels unter dem Posaunenschall Gottes vom Himmel herabsteigen und die Toten, die in Christus ruhen, werden zuerst aufstehen. Dann werden wir, die Lebenden, die übrig gelassen sind, zugleich mit ihnen, auf den Wolken in die Luft entrückt werden, dem Herrn entgegen. Und so werden wir immer beim Herrn sein. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die Wiederkunft Christi zu interpretieren. Nicht als Symbol, sondern als existenziale Interpretation. Vielleicht kommen einige meiner Hörer zu dem Schluss, dass das im Grunde das gleiche ist wie symbolische Interpretation. Aber ein Rudolf Bultmann, ein Gisbert Gresshake und ein Gerhard Lohfink würden sagen, nein, das ist nicht ein Symbol. Es ist viel mehr. Es ist eben eine existenziale Interpretation. Also, ein überzeitliches Geschehen, das real ist, aber das in mythologische Sprachbilder gekleidet wird. Die Wiederkunft Christi, so heißt es bei den dreien, ist kein historisches Datum und kein geschichtliches Ereignis. Sie liegt außerhalb der menschlichen Geschichte, aber sei real. Diese, ich sage mal, Verzerrung der Eschatologie und damit letztlich auch eine Verzerrung und Verschiebung unseres ganzen Glaubens entsteht durch den Versuch, den aufgeklärten Naturwissenschaften zuliebe von einer geschlossenen Welt, ohne eine Einwirkung Gottes auszugehen. So hat zumindest Rudolf Bultmann versucht, den Glauben zu retten, angesichts dieser Behauptung der Naturwissenschaft. Und dann wird die Wiederkunft Christi als ein rein jenseitiges Ereignis verstanden und meint letztlich nichts anderes als die persönliche Christusbegegnung nach dem Tod. Mit existenzialer Interpretation ist auch die Deutung der zunehmenden Gegenwart Christi in der Welt durch die Verbreitung der Botschaft Christi und deren Widerhall im Leben der Christen gemeint. Die Herrschaft Christi als König verwirklicht sich vor allem in den Seelen der Menschen durch die Annahme des Glaubens. Dort regiere nun ein anderer Geist, der Geist Jesu Christi. Scheinbar ist die Leugnung der leiblichen Wiederkunft Christi nur ein Randthema und vielleicht keiner großen Diskussion würdig. Was spielt das schon für eine Rolle, wie Jesus wiederkehren wird? Die Wahrscheinlichkeit, dass Jesus ausgerechnet während meines kurzen Lebens wiederkommt, ist nach 2000 Jahren Wartezeit doch eher gering, könnte man sagen. Das mag auch aus persönlicher Sicht durchaus plausibel sein. Allerdings glauben wir nicht an die Wiederkunft Christi, weil wir stündlich damit rechnen. Wir glauben ebenso nicht an die Leibhaftigkeit der Wiederkunft,
damit wir uns nicht erschrecken, wenn es soweit ist. Unser Glaube speist sich vielmehr aus der Hochschätzung des menschlichen Leibes, die in der Menschwerdung und der Himmelfahrt Jesu Christi ja auch nochmal für uns deutlich geworden ist. Und zudem ist der Glaube an die Leibhaftigkeit der Wiederkunft Christi eine Fortführung des Glaubens an die Menschwerdung Jesu, die leibhafte Auferstehung aus dem leeren Grab und der Realpräsenz in der Eucharistie. Wenn wir alles das glauben, dann dürfte eigentlich der Glaube an die Wiederkunft Christi, die leibhafte, keine Schwierigkeit mehr sein. Um die genaue katholische Position noch mal ein bisschen näher zu bestimmen, wenden wir uns wieder etwas der anderen Seite zu, nämlich die evangelikalen Interpretationen. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass sie überhaupt keine Schwierigkeiten mit der leibhaften Wiederkehr Jesu Christi haben. Ganz im Gegenteil, sie spielt dort eine große Rolle, viel größer als bei uns. Und wird dann manchmal auch ziemlich plakativ illustriert. Ich habe vorhin schon erwähnt, die Romanfolge Finale, also Left Behind, die macht aus dem jüngsten Tag einen Tag wie jeden anderen dieser Welt. Die Ankunft Christi ist also kein Anbruch eines neuen Zeitalters oder einer neuen Welt, sondern lediglich ein weiterer Tag dieser Geschichte. Nur mit einem schlagzeilenträchtigen neuen Inhalt, Jesus Christus ist wiedergekommen. Vorbereitet wird diese innerweltliche Deutung durch viele andere weitere Romane, in denen Jesus, oft überraschend und unerkannt, zu einem Kurzbesuch in dieser Welt auftaucht, Gemeinden und Gottesdienste besucht und dabei ordentlich gegen die Erwartung handelt. Zum Beispiel in dem Buch Der Besuch von Adrian Plass oder seit 2006 auch als Film. Dagegen wählt die katholische Kirche wiederum einen Mittelweg zwischen dieser rein innerweltlichen Deutung und der vollständigen Verlagerung der Wiederkunft Christi in ein Jenseits bei den existenzialen Interpretationen von Bultmann und Gresshake und so. Die Rückkehr Jesu ist ein Ereignis in Raum und Zeit, das jedoch den Rahmen dieser Welt sprengt und einen neuen Himmel und eine neue Erde begründet. So wie Jesu Auferstehung zwar eine historische Komponente hat, aber den diesseitig irdischen Rahmen sprengt, er taucht auf, er verschwindet, er geht durch geschlossene Türen, das ist mehr, als diese Welt zu bieten hat. Oder so wie Wandlung von Brot und Wein seine Gegenwart in Raum und Zeit zur Folge hat, aber die Erlösung daraus in dem Augenblick kein innerweltliches Geschehen werden lässt. Zugegeben, alles, was ich gerade gesagt habe, ist wahrscheinlich angesichts dessen, was da passieren wird, eher ein theologisches Gestammel und eben keine konkrete Beschreibung, wie wir das bei den Evangelikalen finden, zumindest in einer konkreten Ausgestaltung. Aber worüber wir nicht mehr aussagen können, sollten wir demütig schweigen. Obwohl ich gerade den letzten Abschnitt damit geschlossen habe, dass wir über das, was wir nicht wissen, lieber schweigen sollten, möchte ich nun doch einen Ausblick auf den neuen Himmel und die neue Erde richten. Nicht deswegen, weil ich da detaillierte Informationen darüber hätte. Schweigen wir über das, was wir nicht wissen. Aber es gibt ein paar Dinge, an denen wir festhalten sollten, weil sie Bestandteil der Offenbarung sind. Ich möchte hier drei Verheißungen nennen. Das eine nennt sich in der Theologie die Aufdeckung und Richtung der allgemeinen Schuld, aber auch der Verstrickung in der Welt. Das ist aber gar nicht so negativ gemeint, sondern es geht darum, dass wir erkennen, inwieweit wir uns einander verdanken. Also das persönliche Gericht, dass ich erfahre, was ich eigentlich getan habe und dann neu ausgerichtet werde, das wäre etwas wenig, weil der Mensch ja schöpfungsgemäß immer auch auf die Gemeinschaft hin ausgerichtet ist. Das Leben ist niemals ein Verharren in einem isolierten Zustand. Wir leben stets in Kontakt und Auseinandersetzung mit anderen Menschen. Somit haben auch zahlreiche Menschen Anteil an meinem Heilszustand. Wer aber wie viel Einfluss tatsächlich gehabt hat und wie groß mein Einfluss, mein Freiheitsgrad jetzt wirklich gewesen ist, das ist für uns Menschen in dieser Welt nicht exakt feststellbar. Und im allgemeinen Gericht wird nun genau dieses offenbar. Schon für das persönliche Gericht musste deutlich werden, welche Freiheiten ich im Leben gehabt habe und wie ich diese verwirklicht habe. Am jüngsten Tag wird aber auch der Anteil der Schuld anderer in meinem Leben und meine Schuld an der Lebensgestaltung anderer offenbar. Und damit wir einander verzeihen und uns an der Verzeihung Gottes gemeinsam freuen können. Wie viel und wie weit wir in die Schuld der Welt verstrickt waren und wie viel Gnade uns deshalb zuteil wurde,
wird offenbar, nicht weil wir mit unserer Schuld konfrontiert werden sollen, sondern mit der Größe der Gnade Gottes und mit der Größe seiner Vergebung und der Erlösung und der Liebe. Und wir werden erfahren, wie viele verborgene gute Werke, heimliche Gebete und Mühen anderer für mich oder auch von mir für andere geschehen konnten. Wenn Himmel Freude bedeutet, dann ist dieses Offenbarwerden die Öffnung der himmlischen Herrlichkeit. Eine weitere Verheißung haben wir aus der Bibel. Paulus, der als strenggläubiger Jude aufgewachsen ist, fragt sich nach seiner Bekehrung zu Christus, was denn der neue Bund in Jesus Christus für das Volk der Juden und deren alten Bund bedeutet. Und die Antwort der Kirche ist immer schon gewesen, dass am Ende der Zeit eine Zusammenführung von altem und neuen Bund geschehen wird. Man könnte das auch sagen mit Bekehrung der Juden. Das ist aber, wenn man das den Juden so erzählt, ein bisschen übergriffig. Zusammenführung von neuem und altem Bund finde ich in dieser Hinsicht viel angemessener. Wie genau das geschieht, ist für uns ein Geheimnis, ein Mysterium. Am Ende der Tage allerdings wird offenbar werden, welche Wege das Volk der Juden und darin die Treuen zum alten Bund Gott für sie vorgesehen hat. Und die letzte Verheißung, das wäre die Aufhellung der Theodizee. Ähnlich wie die Judenfrage ist auch die Frage nach der Theodizee für uns Menschen hier auf Erden nicht restlos verstehbar. Wir wissen zwar, dass Gott die Möglichkeit zum Bösen um unserer Freiheit willen nicht restlos tilgt und unseren Schmerz um unseres Heiles willen mit uns teilt, aber wir verstehen nicht wirklich die Größe seines Opfers und die genaue Rolle, die das Böse und unser Leiden in der Geschichte hat. Für den jüngsten Tag ist uns jedoch die Aufhellung der Theodizee verheißen. Dabei geht es nicht um die Rechtfertigung Gottes, so es am Schluss sagt, warte, ich erkläre mal eben kurz, wie ich es mir gedacht habe, damit ihr wisst, dass ich gar nicht böse bin, sondern es geht vielmehr um die Verbindung, die das Leid zwischen den Menschen geschaffen haben. Erhellend und erfreuend zugleich dürfte die Erkenntnis sein, wie viel liebe Menschen durch ihr Leiden und Schmerz für mich Gutes gewirkt haben, aber auch ebenso die Erkenntnis, welch heilsame und heilbringende Wirkung mein erlittenes Leid auch für andere gehabt hat. Werfen wir noch einen Blick auf den Himmel. Es gibt ein paar Aussagen über den Himmel, die auf den ersten Blick etwas seltsam klingen. Zum Beispiel, dass der Himmel die pure Anbetung sein soll. Wir haben in der individuellen Eschatologie schon die Frage zu klären versucht, ob denn eine Anbetung und Anschauung Gottes nicht grundlangweilig sein wird. Dann müssen wir uns allerdings fragen, ob wir nicht vielleicht ein verzerrtes Bild von Anbetung oder vor allem von der eucharistischen Anbetung haben. Als ob wir in diesem schweigenden, scheinbar passiven Betrachten Gottes bestehen würden. Wahre Anbeter wissen, dass das bereits für die Anbetung dieser Welt nicht zutrifft, dass wir schweigend und passiv sind. Aber vor allem wird Anbetung und Anschauung in der kommenden Welt von wesentlich anderer Qualität sein. Wir werden ja Gott nicht in der Gestalt des Brotes, sondern unverhüllt von Angesicht zu Angesicht schauen. Deshalb dürfen wir als Vorausbild für den Himmel auch den gemeinsamen Lobpreis, das Jubeln, auch in großen Mengen, und das Gänsehautgefühl bei großen Ereignissen, wie zum Beispiel bei Weltjugendtagen oder Papstmessen, mit heranziehen. Aber nicht nur die gemeinschaftliche, lobende Anbetung, sondern auch die unverhüllte Anbetung ist Garant für nie aufkommende Langeweile. Jede Liebe ist schöpferisch und kreativ, aber das Schauen der Liebe Gottes ist deshalb immer wieder von Neuem faszinierend, ohne Ende. Vor allem deshalb, weil wir Teil der Schöpfung und Anteil am Schöpfer haben werden. Das Geheimnis von Einheit und Vielfalt, von Liebe und Barmherzigkeit, von Schenken und Empfangen und von Person und Identität ist nicht deshalb ein Geheimnis, weil es vor uns geheim gehalten wurde, sondern weil es ein Mysterium ist, das unergründlich ist und deshalb quasi unendlich. Langeweile? Bei einem Mysterium kommt keiner auf solchen Gedanken. Zweiter Gedanke, wenn wir uns einen Blick auf den Himmel gönnen. Es gibt dort eben nicht nur Gott. Wir reden von der Gemeinschaft der Heiligen. Genauso wie wir in der individuellen Eschatologie schon den scheinbaren Konflikt zwischen der Anschauung Gottes und der Gemeinschaft mit den anderen Anbetern gelöst haben, werden wir auch jetzt nicht nur in einer großen Masse jubelnder und frohlockender Engel und Menschen aufgehen und dabei dann Gott fest im Blick haben.
Wir werden auch jeden Einzelnen in den Blick nehmen und uns an jeder einzelnen Heiligkeit freuen und darin Gott loben und preisen. Gestatten Sie mir am Ende dieses Vortrages, dass ich diesen Begriff Heiligkeit noch einmal etwas näher beleuchte. Heiligkeit, das taucht ständig in allen Bereichen des Grundkurses oder in allen Bereichen unseres Glaubens auf, im Grunde auch in allen Religionen. Die Heiligkeit. Gott ist heilig, dreimal heilig. Wir sprechen vom Heiligen Geist, von den Heiligen und dem Heiligen, der Heiligen Kirche und so weiter. Das ursprünglich hebräische Wort Kados für heilig, das könnte man annähernd mit besonders oder das Besondere umschreiben. Im Gegensatz zum Profanen, zum Allgemeinen, zum Gewöhnlichen. Sowohl im Lateinischen Sanctus, Sacrum, als auch im Griechischen Hieros und Hagios schwingt in diesen Begriffen vor allem die Absonderung aus dem Alltäglichen und Weltlichen mit. Ein rein geistig jenseitiger Gott, der mehr Idee als Person ist und daher keine Berührungspunkte mit dieser Welt hat, führt auch zu keinem Heiligkeitsbegriff. Gott schenkt seine Heiligkeit und nimmt etwas aus unserem Alltag heraus. Etwas Gewöhnliches wird zu etwas Besonderem. Ein Massenprodukt wird zu etwas Einmaligem. Heilig im Sinne von nicht profan meint dabei nicht zuerst einen Gegensatz von Gott und Welt, so wie gut und böse, sondern eine neue Qualität, so wie etwas gut sein kann und dann zudem auch noch heilig. Und was man selten hört, ist die Frage, das deutsche Wort, woher kommt das eigentlich? Heil sein. Das kommt von Heilaga aus dem Germanischen, glänzend. So ähnlich wie im Englischen holy, dahinter steckt auch das whole, das Ganzsein. Das steckt im Deutschen heilig, das Heilseiende, das ganz unversehrt und ohne Makel, aber eben auch mit einem Glanz versehene. Die Heiligen sind also diejenigen, die ganz und gar das sind, was sie haben sein können. In ihnen gibt es keine Fehlstelle oder keine Wunde mehr. Und dennoch sind sie nicht einfach perfekt, denn ihre Heiligkeit ergibt sich vor allem aus der sich ergänzenden Gemeinschaft der Heiligen und der Heiligung Gottes. Nochmal auf die Wurzel im Germanischen Heilaga. Das ist auch ein sehr schöner Gedanke, wenn man den betrachtet. Demnach bedeutet heilig so viel wie mit Heil versehen oder wörtlicher noch mit einem Glanz belegt. Heilaga. Heiligkeit ist vielleicht zu vergleichen mit dem Anblick eines Menschen, der für einen Augenblick in ein wunderschönes Licht getaucht wird, zum Beispiel dem Licht der Abendsonne, und der dann etwas von seiner tiefen inneren Schönheit zum Ausdruck bringt. Es handelt sich also nicht um einen bloßen Anschein, der Fehler übertüncht, sondern um einen Glanz, der erst im rechten Licht, im Licht der Heiligkeit Gottes, zur Geltung kommt, obwohl er schon vorher vorhanden war. Auch dieser Gedanke, auch wenn er vielleicht sprachlich nicht so gesichert ist, offenbart uns etwas von dem, was uns mit der Heiligkeit versprochen ist, auch der Heiligkeit der Welt und der Erlösung. Etwas, das ich dann an dieser Stelle nicht mehr weiter in Worte zwängen möchte. Das vollendete Reich Gottes wird sicherlich anders sein als alles, was wir hier auf Erden denken und in Worte fassen können. Und dennoch haben wir berechtigte, konkrete Erwartungen, unter anderem eben die Klärung der Theodizee, die Anbetung Gottes in der Gemeinschaft der Heiligen und vor allem die Erlangung vollkommener Freude.